Wenn die Knie zu einem zeigen, dann ist man bereit, miteinander zu kommunizieren. Also dann ist man offen. Und mein Knie zeigt zu dir, dein Knie zeigt zu mir. Perfekt, Körpersprache. Das ist krass, ne? Nee, Fremdgehen grundsätzlich ist... Geht gar nicht, ne? Nee, das zeigt dann eigentlich zeigt das dann eigentlich, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Natürlich, wenn du so fremd gehst, auch scheiße, weil das ist ein Vertrauensbruch und es ist am Ende des Tages auch Illoyalität, so. Das ist Charakterschwäche, aber... Peace, meine lieben Freunde, was geht ab? Heute für euch hier Folge Nummer 25 von Macher reden manchmal. Meine Wenigkeit ist der Meadow. Mein Name ist wie immer Daniel Dauzi. Let's go. Busy the Boss ist leider nicht da. Aufgrund einer Verspätung meinerseits ist er jetzt schon wieder in Norddeutschland unterwegs. Der wurde doch entführt, oder nicht? Der wurde entführt, ja. Hätte er verdient, wenn man guckt, was er letztes Mal mit uns gemacht hat, von Bayern aus. Der 5-Stunden-Umweg. Das war echt... krasse Geschichte. Also wie so der Boss fühlt sich wirklich wie ein Boss auf. Ich habe sogar in mein Tagebuch geschrieben, ja, dass du was mit uns gemacht hast. Ja. Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine Fahrt von bestimmt 8-9 Stunden und dann einfach aus dem Nichts, ja, also genau quasi in der Gegenwart, sagt er uns einfach, ja Jungs, ihr müsst mich... Nach, wo war das gewesen? Rotenburg. Ja, Rotenburg, ja, das ist nochmal auf der ganz anderen Seite. Ja, ja, dementsprechend dann nochmal 4-5 Stunden länger gefahren, aber ist okay. Habe ich mir, wie gesagt, in mein Tagebuch geschrieben, wie sie, genau, dass er Bescheid weiß. Haben wir uns gemerkt, dass du das auch weißt. Gut, dass du, wenn du das jetzt auch schneidest, kannst du das auch nicht rausschneiden, ne? Wir sind wieder am Start, Mann, was ging? Wie war deine Woche? Boah, welche Woche meinst du überhaupt? Also ich lebe wirklich in den Tag hinein. So. Ja, ich weiß nicht, ob wir Montag haben, ob wir Dienstag haben, ehrlich. Sunday, man. Ja, und ich war auch die Tage, hatte ich eine 6-Tage-Woche, also okay. 9-to-5. Okay, okay. Ja, dementsprechend nur am Tun und Machen so, ne? Ja. Also ich habe jetzt nichts Besonderes, ich gebe gerade einfach nur mal Vollgas. Der Winter hat gestartet, ne? Wird früher dunkel und so. Ja, die ist kalt geworden, die Winterjacke haben wir ausgepackt. Kommst du auf dein Gemüt, Winter? Gar nicht? Bist du Downer im Winter? Es ist am Ende des Tages immer eine mentale Verfassung, einfach, ja, die du selber hast. So, ne? Also das kannst du nicht so wirklich, finde ich, vom Wetter abhängig machen. Ne, klar, gut, die Sonne scheint nicht mehr. Gut, dann ballerst du die halt eben Vitamin D3 mit K2 so am Ende des Tages. Ja, hast du dann wieder das Vitamin, das Sonnenlicht dann auch wieder da. So, ne? Ja. Es ist am Ende des Tages ist es halt eben so, dein Kopf denkt einfach, wow, es ist Winter, alle sind depressiv. Ja, das ist wirklich, und ich bin dann auch depressiv. Ja, das ist wirklich der Film im Winter. Viele haben ja wirklich dieses Winter-Down. So. Ich merke das schon so, mir geht es besser, wenn die Sonne scheint. Aber wenn du Sport dagegen machst, dann hilft das schon so. Ja. Wenn du joggen gehst, wenn du auch morgens joggen gehst, übrigens für dieses Vitamin D auch, wenn du morgens joggen gehst, 15 Minuten, hast du schon dein Vitamin D-Intake, weil die Leute denken immer, die Sonne scheint nicht, die ist trotzdem da. Da sind nur Wolken vor. Also du kriegst es trotzdem natürlich etwas schwieriger. Ne? Richtig. Vor allem braunere Leute, schwarze Leute, noch mal ein bisschen schwieriger, muss vielleicht 25 Minuten ein bisschen raus. Aber morgens joggen vor der Arbeit, so echt, wirkt wahre Wunder. Ja, du wirst ja wach, ne? Das ist ja, das du wachst ist ja einfach auf. Ja, du bist das wach. Das ist wirklich krass. Du bist wach, ja. Was ich ja gerade noch einwerfen wollte zum Thema Winter und, boah, was war das nochmal gewesen? Winterdepris. Ja, ja, du hast davor, aber ist mir gerade jetzt verschwunden aus dem Kopf leider, ja, ja. Wird auf jeden Fall einfallen. Also, die ganzen Wochen konnten wir jetzt nicht hier drehen. Wir waren viel unterwegs, für die es gesehen haben. Wir waren Renovierungsarbeiten, ja. Yes. Im Golden Cut in Kleve, wunderschöner Friseurladen. Wenn ihr eine frische Frisur braucht, kommt ihr hin. Ich brauche auf jeden Fall auch eine. Ja, vor allem, wenn ihr wollt, dass jedes einzelne Haar perfekt liegt, dann seid ihr hier auf jeden Fall 100%. Im Golden Cut, im Ganzkreis Kleve, muss man auch sagen. Ja. Aber es ist hier kein Barbershop, wo ihr mal kurz rein könnt und mal eben kurz die Haare schneidet. Ja. Ne? Wenn ihr macht einen Termin, aber dann werdet ihr auch wirklich von A bis Z behandelt. Ja? Ihr werdet auch psychologisch behandelt. Ja, ja. Also, dass ihr dann wirklich nach einem Haarschnitt hier rausgeht und denkt, ihr werdet Herkules. Ne? Volle Bandbreite. Also, genau, volle Bandbreite. Und ihr macht jede Chaye, habe ich gehört, dass das neue Jugendwort Chaye, jede Chaye macht ihr dann klar. Ja, sobald sie wissen, dass ihr vom Golden Cuts kommt, 100%. Das Haarschnitt vom Golden Cut ist, natürlich nichts mehr im Wege, die Chayas, zu klären. Richtig, ja. Ich musste mich erholen von den Chayas in Dublin.
Ich war ja in Irland, hast du erzählt gehabt. Vor 2-3 Wochen, das wollte ich unbedingt im Podcast erzählen. Bro, es gibt keine hübschen Frauen in Irland, Mann. Boah, das ist das aber auch, hart. Das liegt im Auge des Betrachters, ne? Das ist hart, Alter. Aber warte mal, ganz kurz. Würdest du sagen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Oder würdest du sagen, es gibt ein allgemeines Schön? Schon, ne? Es gibt schon Ideal. So. Man sagt ja auch, so, dass das Gesicht, also wenn es symmetrisch ist zum Beispiel, ja. Ne, das ist auch so ein Ding. Ja, markante Gesichtszüge bei Männern zum Beispiel. Stimmt. Ja, das ist einfach, so sind wir einfach gemacht, dass wir halt eben dann sowas auch anziehen finden. Ja. Und ja, wie du schon erzählt hast auch, ne, Irland, keine hübschen Frauen, hat es aber auch mit zu tun mit der Vergangenheit. Ja. Dass damals, hast du gesagt, die hübschen Frauen wurden dann weggenommen von den Wikingern. Ja. Also es wird ja wenig über die Wikinger gesprochen, die waren ja sehr barbarisch. Mhm. Und die Wikinger waren viel in England, Schottland, Irland, da wo man genau sagt, dass es keine hübschen Frauen gibt. Und natürlich gab es hübsche Frauen, aber keine hübschen Einheimischen. Mhm. So, und ich sag dir ehrlich, so Urlaub, normalerweise, sagen wir mal, du gehst nach Spanien, du gehst irgendwie, keine Ahnung, in Südamerika oder was weiß ich nicht, wo du findest eigentlich immer so die Frauen meistens außerhalb hübscher. Voll oft ist das so. Weißt du, Deutschland hat auch sehr viele hübsche Frauen. Da haben wir wirklich keine einzige gefunden, wo wir gesagt haben, also bis auf ein, zwei, aber sonst war es wirklich so, die trinken auch zu viel da. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Die Weiber sind so aufgeplustert. Alkohol ist da, Alkohol ist Nummer eins in Großbritannien. Das wird da richtig krass beworben. Ich war da in einem Supermarkt zum Beispiel und jede Person, die reingekommen ist, hat sich Alkohol geholt. Das habe ich noch nie so wirklich erlebt. Also stell dir vor, von 30 Leuten, die jetzt in Deutschland nach Aldi gehen, hast du bestimmt so, sagen wir mal, 15 holen sich vielleicht ein Bier und die anderen 15 nicht. Da hat wirklich jeder sich harten oder soften Alkohol geholt. Und das merkst du richtig so an den Iren. Die sind so, so, kennst du, wenn du Alkohol trinkst oder dein Gesicht ist aufgeplustert. Ja, das sieht bei einem an. Also wenn du viel Alkohol trinkst. Ne? Genau, wenn du viel Alkohol trinkst. Und die Frauen sind nicht schön, aber das liegt auch daran, dass die Wikinger gekommen sind damals. Und die Wikinger waren so, dass sie nicht nur die Frauen vergewaltigt haben, müssen wir dann piepen, also misshandelt haben, sondern die auch mitgenommen haben. Entführt haben, die schönen Frauen. Das haben die Osmanen doch reproduziert. Haben die Osmanen genauso gemacht. Deswegen sind die Osmanen damals, die sind eigentlich auch braun. Ja. Aber du hast ja auch wirklich Türken heute. Ja. Ne? Die sind ja auch weiß. Mit blauen Augen. Voll. Ja, das haben die Osmanen genauso gemacht. Das ist krass, wie viel das ausmacht, ne? Ja, man nimmt das und man vermischt es, damit dann auch halt eben hübsche Frauen dann auch. Aber guck mal, wo kommen die Wikinger her? Schweden die Ecke, Norwegen die Ecke, wo man ja sagt, dass man, das ist aber, wenn man auf Blondinen steht, wo man sagt, dass die Frauen da außerordentlich hübsch sind. So. Mm. Weißt du, was ich meine? Skandinavien, so skandinavische Länder, Dänemark, Niederlanden, wo du halt wirklich diese hübschen Blondinen hast, was du einfach in Irland nicht hast. Das war wirklich krass, erschreckend. Ja. Wir haben da mit einem Einheimischen gesprochen, der meinte, ich lebe seit 6 Jahren und ich habe seitdem ich 6 Jahre alt bin, und meinte, ich habe nicht eine Irin gedatet. Also nur ausländische Weiber. Krass. Das musst du dir mal geben. Also wirklich Ireland, Dublin. Also wenn ihr da hingeht, es ist ganz cool für, wenn da ein Event ist oder wenn ihr so ein bisschen Barhopping machen wollt oder so. Aber ich sag euch so, an sich für die Frauen ist Irland keine gute Hausnummer. Besser nach Spanien oder so. Krass, ja. Ist sogar Mallorca oder keine Ahnung. Ja. Das ist schon hart, Alter. Also ich finde es wirklich, also ich stelle mir das gerade so vor, ich gehe jetzt nach Irland und ich finde da wirklich gar keine Frau hübsch. So. Keine Ansprüche. Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Es ist schwer, auch zu besoffen, weil ich mag das nicht, zu besoffen, die Frauen. Mhm. Du läufst durch das Nightlife. Ja, das ist sowieso, finde ich, abtören. Ja. So voll, also da ist ja so Kampftrinken angesagt bei denen und so, weißt du? Ja. Die geben sich richtig so, man muss sagen, es ist sehr friedlich. Es ist Nummer 2, glaube ich, auf den friedlichsten Ländern der Welt oder Europas. Weil es wundert mich, obwohl die so viel trinken, weil das ist da mehr so Teil der Kultur fast schon so. Ja. Die Iren waren immer aber, so. Ja, ist aber den Deutschen genauso. Ja, muss man auch sagen. Hier ist auch relativ. Ist auch eine Trinkkultur. Ja, stimmt. Ist auch eine Trinkkultur. Aber ein bisschen mehr Gewalt, so. Also so mehr Schlägerei. Ja, weil es ja auch, glaube ich, mehr vermischt ist. Ja, genau. Muss man auch dazu geben. Da sind keine Kennex. Das muss man auch sagen. Dublin hat keine Kennex. Ja, ne? Die haben Schwarze, die haben Brasilianer und so, aber die haben keine Kennex. Paar Türken. Türken hast du überall. Paar Türken, die so Läden haben. So. Ja. Also das war auf jeden Fall, kann man weiterempfehlen, man kann mal dahin, ist aber jetzt nicht so der Top-Urlaubsort, wenn du wirklich so eine Menge Spaß haben willst. Dublin, so ja. Dublin, krass. So. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn wir schon beim Thema Frauen sind und hübsche Frauen, eigentlich wollten wir nicht mehr so viel über Frauen reden, aber es gibt so ein, zwei Themen, die finde ich, muss man ansprechen. Und die betrifft die Motivationsszene, Alter.
Aber einen, der so ein bisschen anderen Stil macht. Lass mich raten, du meinst Oliver Pocher. Oliver Pocher und den Bayern. Den Bayern. Ja. Sag mal Bayern, Bayern. Ich weiß ich gar nicht, ja. Ey, Bayern ist krass, der ist ja riesig in unserer Szene. Also mutige Menschen sind nicht irgendwie Menschen, die nie Angst haben, ja? Sondern Menschen, die mutig sind, trotz der Angst oder wegen der Angst. Und Angst ist etwas, was uns die Chance gibt, mutig zu werden. Aber macht irgendwie einen ganz anderen Trip als wir, ne? Das ist sehr auf Emotionen getrieben, seine Motivation, wa? Ja, aber grundsätzlich macht er eigentlich das, was er den Leuten mitgibt, das geben wir ja auch mit eigentlich. Ja, nee, aber ich finde, seine Stilistik ist anders. Weil er findet auch in einer bisschen anderen Bubble statt, weil bei ihm dieser Business-Aspekt ist gar nicht da. Mhm. Also bei ihm geht es wirklich um die Selbst-Mindset, also ist sehr auf Mindset zentriert. Er hat jetzt, ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen, wo er sagt, investiere dein Geld oder nee. So, weißt du, was ich meine? Ja, der hat den Business-Aspekt komplett raus. Ja, ne, genau. Da geht es dann wirklich mehr um diese Persönlichkeitsentwicklung, um den inneren Kern, das innere Kind zu heilen. Ja. Selbstbewusster zu werden. Das kommt sehr stark an. Ich muss auch sagen, ich habe ihn auch immer so verfolgt. Er macht krasse Videos so. Er hat so am meisten noch diesen Stempel Kalendersprüche, dass man so sagt, er würde so, ne, diese typischen, weil er spricht sehr bildhaft. Ja. Weißt du, kennst du, aber ganz ehrlich, diese Kalendersprüche, die sind auch sehr, sehr tiefsinnig. Die sind meistens tiefsinnig, aber irgendwie in Deutschland sind die Leute so komisch damit, ne? Die sind so, das will ich nicht und so, Kalenderspruch und so. Mm. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, so, wieso man das damit verbindet. Ja. Manche sind natürlich Phrasen, aber Phrasen können ja auch wahr sein, so, ne? Ja, also... Phrasen können ja auch wahr sein. Ich muss mal kurz eben aus dem Rahmen springen. Mir fällt gerade auf, jetzt so, also rein psychologisch gesehen, man sagt, wenn man, und das haben wir, glaube ich, ganz, ganz unbewusst gemacht, wenn die Knie zu einem zeigen, dann ist man bereit, miteinander zu kommunizieren. Also dann ist man offen. Und mein Knie zeigt zu dir, dein Knie zeigt zu mir. Perfekt, Körpersprache, das stimmt. Ist krass, ne? Das ist krass. Auf jeden Fall, sag mal noch mal kurz, sorry, ich bin gerade... Also man sagt ja immer so Kalendersprüche, aber Phrasen können auch wahr sein. Ne? Ja, klar. So, das ist so, kennst du so indische Filme, lebe und denke nicht an morgen? Das ist doch ein schöner Spruch. Viele Menschen kennen die Liebe, doch meine Liebe ist nicht zu vergleichen, weil sie etwas Besonderes ist, weil sie dir gilt. Und niemals werde ich dich vergessen können. Aber ich will dich auch gar nicht vergessen. Du gehörst zu mir. Und ich werde dich immer lieben, bis ich sterbe und sogar noch darüber hinaus. Das ist denke, doch, sei im Moment. Ey, der sagt voll viel aus, das sagt so viel aus, ne? Sei im Jetzt. Ja, es gibt doch keinen Morgen, Bro. Stimmt. Also es gibt doch nicht mal so wirklich Zeit. Zeit ist nicht linear, das stimmt. Also es gibt die psychologische Zeit. Ja. Das ist quasi, dein Verstand denkt halt eben immer in Zukunft und Vergangenheit. Ja. Ne, das ist so quasi diese psychologische Zeit. Ja. Und es gibt halt eben... Ja, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht so wirklich Zeit. Nee, das Leben ist nicht linear. Das meinte auch Luke Bellingham. Der meinte, wenn Leute aufhören würden zu denken, dass die Zeit linear ist, wären die viel erfolgreicher. Weil Leute zum Beispiel waren eine Woche faul und denken, das ist mein Charakter. Ich war gestern schon faul, ich war vorgestern faul, ich bin ein fauler Mensch. Das stimmt aber gar nicht. Du entscheidest dich eigentlich jeden Moment, was du machst. Wir können uns in diesem Moment entscheiden, die Kamera zu zertreten. So, weißt du, was ich meine? Also, richtig. Man kann alles machen, was man will, in einem Moment. So. Vollkommen richtig, ja, genau. Ja, ja. Und Leute tun sich ja auch immer mit deren Verstand ja, quasi identifizieren. Voll. Was ja auch falsch ist am Ende des Tages. Eigentlich weißt du, was ich meine? Ja. So, das heißt, wenn du dich dann mal davon abkoppelst, ja, und mal einfach deine Gedanken beobachtest, dann kommst du in eine neue Bewusstseinsschiene einfach, ne? Dass du dann der Beobachter bist, ne? Und dich dann auch gar nicht mal so wirklich triggern lässt oder gar nicht mal wirklich so in dieses Loch da mal reinfällst, was ja auch viele haben. Ne? Voll. Weißt du, ich meine? Weil deine Gedanken werden Dinge, aber du musst nicht deine Gedanken, also du kannst sie ja umtrimmen quasi. Aber du musst auch nicht denken, dass, weil du immer so gedacht hast, muss ich jetzt weiter so denken. Ich glaube, viele Leute kommen nicht aus diesem Frame heraus. So, ne? Genau, weil die denken, die würden ja dann deren Identität verlieren. Ja, voll, ne? voll. Aber wenn du mal das ja mal machst, wenn du dich da mal wirklich von abkoppelst, dann verstehst du ja, dass du eigentlich alles sein kannst. Du kannst alles sein, was du willst. Weißt du, ich meine? Du kannst alles sein, was du willst. Ich glaube auch, alle Millionäre oder was weiß ich nicht, was Leute, die sehr erfolgreich sind, haben sich einfach gedacht, das bin ich. So, das bin ich. Das wäre, also, so muss ich mich benehmen, damit ich das werde. Aber das Beste, besser als werden, ist ja schon sein. Natürlich, das wollte ich gerade ansprechen. Du musst ja gar nichts werden. Sei doch einfach.
Also sei schon das, was du eigentlich sein willst. Ja. Ja. Also vom Verhalten her, weil jetzt bei Geld, wenn die Leute sagen, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Millionär, dann habe ich eine Mio auf Konto, aber dass du dich halt so benimmst dementsprechend. Ja. Ne? Halt die Verhaltensweisen, die ein erfolgreicher, reicher Mensch schon hätte, so, weißt du? Und das lernt man auch bei uns im Seminar und man lernt auch, wie man Frauen dort lernt. Ja, stell dir mal vor, du kannst ja diese ganzen Skills wie der Bayern zum Beispiel. Ja. Ey, das ist hart. Für die, die das nicht wissen, Bayern ist ein, ich glaube, tamilischer Dude, auf jeden Fall bekannt auf Instagram. Glaub, der ist Inder, ne? Der ist Inder, oder Inder sogar, ja? Ich meine, der ist Inder, ja. Inder, ja. Bekannt auf Instagram und auch YouTube und so für halt Motivation. Er macht Motivationscontent, 100% Mindset. Aber er soll anscheinend mit Amira Pocher, der Frau von Oliver Pocher, was gehabt haben, so, weißt du? Und Oliver Pocher, das ist das Krank an dem, geht auch öffentlich bei und an so und sagt, ey, du hast was mit meiner Frau, Dick. Egal, was du tust, egal, was du tust, du wirst missverstanden werden. Okay. Du wirst kritisiert werden. Das möchte ich nicht. Du wirst verurteilt werden. Ja, ja. Du wirst in Frage gestellt werden. Warum egal, eigentlich? Egal, was du tust. Ist egal, ne? Es wird passieren. Okay, okay. Leute werden sagen, was sie sagen wollen. Okay. Leute werden über dich denken, was sie denken. Was denken sie denn? Aber lass das Problem von diesen Menschen nicht zu deinem Problem werden. Nee, dann lass die Sorgen von diesen Menschen nicht zu deinen Sorgen werden. Soll ich nicht machen. Das Wichtige ist, was ist wichtig? Dass du bei dir bleibst. Ich bleib bei mir. Dass du in deiner Mitte bleibst. Ich bleib in meiner Mitte. Dass du authentisch bleibst. Ich bin total authentisch. Bleib fokussiert. Okay, bleib auf deinen Weg fokussiert. Bleib auf deinen Weg konzentriert. Bin ich. Bleib demütig, bleib dankbar. Das ist wichtig. Bleib liebevoll. Bleib bescheiden. Total. Und hör bitte auf deinem Weg, auf dein Herz. Also lass die Stimme in deinem Herzen so laut werden, dass du diesen ganzen Lärm von all diesen Menschen gar nicht erst hörst. Hör auf dein Herz. So viel Liebe. Danke, Bion. Danke. Das ist einer der größten, den wir haben. Und macht sich jetzt auch ein bisschen über Motivationsleute lustig, habe ich gesehen, so, weißt du? Weil ich natürlich verstehen kann, dass er Hasskick hat, so. Ich finde es aber auch stimmt. Hart. Das ist Fakt, ne? Und das ist Fakt, weil die haben es ja beide erstmal abgestritten, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Pocher, ich glaube, das stimmt schon, ja. Ja? Ja, es ist so ein Fakt. Also ich weiß nicht, ob Pocher das einfach so erzählt, aber nee, es gibt auch Videos, davon, wo die zusammen singen und so. Ja, also nee, Pocher war schon, in dem, was er gesagt hat, sehr überzeugt. Ja, der meinte ja auch, mit der Mire kann ja sagen, was sie will. Sie kann ja sagen, was sie will, so. Ne? Aber wenn ich es weiß, dann weiß ich das halt eben, ne? Ey, Digga, ich kann Pocher verstehen, dass er Hasskick hat, ne? Ich find's auch krass. Aber es war eine Frage der Zeit, bis die bis die fremd geht. Oder nicht? Es ist wirklich so bei Pocher. Pocher ist wirklich der eine Dude, wo ich sage, guck mal, Bayern ist so der perfekte Typ, der deine Frau nach einem Seminar klärt. Und Pocher ist so der perfekte Typ, der seine Frau nach einem Seminar verliert. Weil Bayern so emotional wie der ist, der kann bestimmt Frauen zum Schmelzen bringen, Bruder. Ja. Mit dem Stil. Und er sieht nicht schlecht aus, Bruder. Mm. Er ist auch durchtrainiert. Mm. Verglichen mit Pocher. Da sieht man auch, was das für eine Rolle spielt, weil ich glaube sogar, Pocher ist mehr Fame. Ja. Ich weiß nicht, wer mehr Money hat, aber da sieht man so, dass so trotzdem so, wenn das Emotionale nicht stimmt, so Frauen sind dann weg so. Ja. Ne? Also so Geld und Fame, Status allein reicht nicht so, zeigt das eigentlich so, ne? Nee, das sehe ich genauso. Es ist schon krass, Mann. Es ist schon krass. Glaubst du, er konnte sie mehr manipulieren dadurch, dass er diese Motivationsdinge macht? Sie mehr manipulieren? Ja, dass Bayern so mehr sie manipulieren konnte. Weil eigentlich ist es krass, die haben Kinder zusammen und so. Ja, aber er ja auch. Das ist hart, er hat ja auch eine Frau, ne? Kinder. Alter, und das finde ich halt, das find ich halt eben so ein bisschen verwirrend bei ihm. Der ist echt verwirrend. Bayern, was geht, Alter? So, das heißt da muss, guck mal, entweder oder bei ihm. Also entweder er mit seiner Frau zum Beispiel, da stimmt das Emotionale irgendwie auch nicht. Ja, ne? stimmt. Oder der fand sie halt eben so heiß, Alter, dass er dann einfach nicht widerstehen konnte. So. Boah, schwierig, also man kann es jetzt analysieren bis zum geht nicht mehr. Ist schwer zu sagen. Woran es liegt. Findest du, das ist so, geht das klar, dass man motiviert und fremd geht? Nee, Fremdgehen grundsätzlich ist... Geht gar nicht, ne? Nee, das zeigt dann eigentlich, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Also wenn du schon fremd gehst oder es stimmt mit der anderen Person was nicht, mit der du zusammen bist. So, weißt du, wie ich meine?
Findest du es genau gleich, wenn Mann und Frau fremd geht? Inwiefern gleich? Boah. Also findest du es genauso schlimm? Boah. Findest du, wer ist schlimmer, Bayern oder Amira? Die sind ja beide fremd gegangen. Ich finde Bayern schlimmer. Ich finde Bayern irgendwie auch schlimmer. Ja. Aber nur in diesem Fall, weil er so ekelhaft, der hat mich schon so eklig geklärt, weißt du? Nee, ich finde das einfach schlimmer, weil ich kann sogar verstehen, also ich würde Amira mehr verstehen, dass sie halt eben den Oliver Pocher fremd geht. Ehrlich, Alter? Ja, doch schon. Pocher ist so ein schmieriger, unbeliebter Typ, ne? Ich mag ihn auch nicht, viele mögen ihn auch nicht. Keiner mag den. Ich habe jetzt keine Emotion gegenüber. Aber einfach seine Art und Weise, so die gefällt mir nicht. Das ist cringe, so ein komischer Und bei Bayern halt eben, weil er macht ja so diesen Stil von halt eben, ne? Dass Emotionen. Man, halt Emotionen, so motivierenden Talk halt eben. Sei ein guter Mensch und sowas. Ja, weiß ich meine. Sowas. Aber gestern selber so, am Ende des Tages fremd. Das ist schon hart. Finde ich auch hart, ja. Nee, ich finde es auch hart, wenn er diesen Business-Teil noch hätte. Oder wenn er jetzt so ein Typ wäre wie, Mehmet Kırka ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, aber wenn es jetzt so ein Typ wäre, Problem, mich begrabe und mir so eine Mütze aufziehe, so voller Probleme, dann verkaufe ich am Telefon so, wo ich das weiß, weil ich es selbst erlebt habe. Dann verkaufe ich Scheiße. Oder wenn ich das von Dirk Reuter höre, würde ich nur eher sagen, ja komm, wir machen. Also ich würde das nicht, aber Bayern hätte ich nicht so... Würde ich nicht so denken, weißt du, was ich meine? So, weil er sich ja auch, wenn du dich so präsentierst, dann geht man auch davon aus, dass du der liebste, nette Mensch bist, dass du das niemals machen würdest. Ja, aber guck mal, daran merkt man auch, dass nicht jeder perfekt ist, Bro. Nee. Dass jeder, jeder irgendwie hat auch seine Leichen im Keller von mir aus. 100%. Keiner ist perfekt, ja. Na, Fremdkind finde ich, nee, geht auf gar keinen Fall. Nee, fremd, wenn ihr, dann könnt ihr euch ja schon irgendwie vorher emotional abkappen. Ja, und das dann auch der Person sagen lieber. Also ihr könnt lieber wirklich der Person sagen, dass ihr fremd geht, so, weiß ich meine. Ja, und du könntest ja ihr sagen, so, ey, ich habe Lust auf andere Frauen. So, ja, wenn du jetzt also keine Türkin oder Marokkanerin datest, kannst du dir das sagen. Und dann kommst du unverletzt davon. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, offen kommunizieren. Ja, offen kommunizieren, so, weiß ich meine, das... So, die Person soll einfach dann merken, okay, weißt du was, so es läuft halt einfach. Ja. Wie kann man das am besten erklären, Alter? Ich glaube, ich Fremdgehen, jetzt, also, guck mal, das Ding ist bei Fremdgehen, ich glaube, es gibt junge Männer, wenn die das machen, ist auch scheiße natürlich, aber die sind sehr unreif. Also wenn so ein 19-, 20-Jähriger geht zum Beispiel jetzt seiner Freundin fremd, ne? Ist scheiße, ist aber irgendwo vom Reifelevel her vielleicht noch... Dass man sagen kann, okay, wenn du das nicht mehr machst. Da kann man fragen, ist auch okay, ab wann beginnt Fremdgehen? So weiß ich meine, ist auch dann die Frage. Manche sagen ab Schreiben. Ja. Manche Girls haben mir gesagt, ab Schmuddelfilme gucken. Was schon hart finden? Ja, das finde ich schon hart. Ne? Das ist krass, ja. Das ist hart so, weißt du? Ja. Schreiben ja. Ja, schon. Also, ja, schon. Weil du dann schon, ne? Treffen, sowieso dann schlafen, küssen, diese Filme. Also ich glaube, in dem Moment, zum Beispiel, wenn meine Freundin oder Frau, so sag ich mal, mit ihrem Mitarbeiter ein Date hat, ist mir fremdgegangen so. Vielleicht nicht physisch, aber emotional schon. Und es wäre für mich schon ein Grund zu sagen, yo, ich bin raus, weil ich nicht wüsste, wie das weitergeht. Ja. So. Also ich finde auch, sobald die andere Person in dann die den der anderen Person, quasi fremd geht, sobald da dann quasi Emotionen investiert werden, ja, dann so weiß, boah. Ja, dann ist es eigentlich schon fremd. Das ist eine gute Frage, weil zum Beispiel in Japan, das Video werden wir auch einblenden, sehen die meisten Frauen das so, dass mit Prostituierten kein Fremdgehen ist, weil die keine Emotionen reinsetzen, die Männer. いいです。イエス。なんかわざわざ風俗に行く意味がわからないの。秘密にしてたらあれだけど、まあ情に恋とかしなければいいじゃない。浮気ではない。隠さなければ浮気じゃない。浮気するなら風俗に行けって言ったことあります。金払えばいいよって言ったことあります。ね、出会いじゃなくてお金払って行ってるなら別にいいかな。納得できる理由だったら浮気とは思わないかも。例えば。どういう付き合い?
例えば上司とかの。怒るけど言ってもまだ許せる風俗なら。なんか日本ならではのなんか文化じゃないけどやっぱり有名じゃないですか風俗とかっていうのが。そういう意味では日本ならではで。そう。Und die sehen eher fremdgehen, dieses mit einer anderen Frau essen gehen und so. Ja, aber das ist bei Frauen wirklich so. Also Frauen sagen, dass für sie, also es ist für sie am schlimmsten, wenn der Mann in eine andere Frau investiert. Also emotional investiert. Ne? Ja, dort, dann ist es so, wenn die Frau halt eben wirklich mit einem anderen Mann verkehrt. Ja, dann ist es vorbei. Dann ist es ganz vorbei. Das ist vorbei. Ich glaube, es gibt sogar Typen, die würden eher einen Kaffee verzeihen. Also sagen wir mal, die Frau war jetzt einen Kaffee trinken mit jemandem und wissen 100%, okay, der hat dich nicht angefasst. Würden die eher verzeihen, als wenn du ihm sagst, ja, ich habe mit dem rumgemacht. Dann ist es wirklich so, das Physische ist bei uns crazy so, glaube ich. Ja. Bei Frauen ist, glaube ich, dieser Kaffee fast schon schlimmer, als wenn du sagst, ey, ich hatte nur einmal was mit der, das ist voll die Dreckige. Mhm. Ne? Und als wenn du so sagst, du hast ihr zugehört und ihr warst lieb zu ihr, hast ihr Ratschläge gegeben. Ich glaube, das ist für sie katastrophal, diese emotionale Investition. Ne? Ja, wenn die das war, ja. Das stimmt schon. Ich finde aber, um auf den Punkt herauszugehen, fremd zu gehen mit Frau und Kind ist nochmal 15 Mal schlimmer. Ja. Natürlich, wenn du so fremd gehst, ist auch scheiße, weil das ist ein Vertrauensbruch und es ist am Ende des Tages auch Illoyalität, so. Das ist Charakterschwäche, aber wenn du jetzt ein 19-jähriger Dude bist, du hast eine Freundin, bist hier fremdgegangen, der Verantwortungsrahmen ist höchstens nur sie, dass du ihr Herz brichst. Aber Bro, die haben Kinder, das ist eine ganze Familie. Du zerstörst ja wirklich die Familie und dadurch erleiden ja dann auch wirklich die Kinder Traumata, so der Streit und dann der Vater weg. Dann am Ende des Tages, also es kommt ja alles, wie es kommt, so am Ende des Tages. Ja. Ne? Und so ein Traumata kann dich ja auch wirklich stärken. Das kann auch natürlich sein. So, deswegen, aber was ist halt eben, also ein Kollege hat mal gesagt, so er... An mich hat auch nie jemand großartig geglaubt, außer meine Mutter und meine Schwester und natürlich auch später mein Vater. Ich rede heutzutage über meine Eltern in höchst respektvollem Ton und kann ihre Situation, die auch dazu geführt hat, dass wir gewisse Kindheitstraumata früher erlitten haben, trotzdem absolut verstehen. Und die Eltern sind was Heiliges, denen macht man keine Vorwürfe. Niemals. Und ich bin froh um die Art von Kindheit, die ich hatte. Denn ich habe es lieber schwerer. Und ich sage immer, ein gutes Eisen, das schmiedest du in der Hitze. Ja? Und dann wird das entweder hart oder es verbiegt sich und bricht durch. Das hatten wir sogar gepostet. Hatten wir vor kurzem als Clip. Er sagt ja auch wirklich, ein gutes Eisen wird quasi in der Hitze geschmiedet. Ja. Entweder es wird dann wirklich sehr, sehr stabil oder es biegt sich so. Ja, ne? Voll. Krasser Satz. Ja, das finde ich auch krass. Krasser Satz. Ja. Hast du gehört, jetzt vom Kollegen kam ein neues Video mit den NFTs. Ja, das, leider, diese Investments, ich glaube, der Kollege hat ein paar Rockpulls gemacht. Kennst du so sein Geld schnell rausgenommen? Ey, Kollege ist so interessant, ne? Weil auf der einen Seite hörst du so krasse, gute Sachen, aber manchmal hat er auch Aktionen, die sind so fragwürdig. Was, ne? Denn? Was war denn da? Die hatten eine NFT, wo er Bilder malt. Kennst du NFTs? Ja, das ist ja quasi diese Krypto-Bilder. Sind ja jetzt Flops gegangen. Das ist so, ne? Die sind alle zu Flop gegangen. Ja. Und er hat damals halt so NFT rausgebracht, auch so einen Krypto-Schuh. Ne? Okay. Viele seiner Fans haben investiert, normal, Kollege, ne? Investieren. Und jetzt vom Investment hören die nichts mehr, weißt du? Von der Anzahlung. Und jetzt hat man auch gehört, Kollege hat so sein Geld rausgenommen. Echt, aus dem Ding. Das wird ihm vorgeworfen, aber es wirkt schon so, dass es relativ Dings ist, ne? Ich glaube, bei Cole ist das Ding, ich glaube, er probiert viel. Ja. Und manches geht halt schief. Ja. Das, weißt du, das ist so auch, das Ding bei ihm. So. Ich glaube nicht, dass er von Herzen abziehen will, aber so. Ja, glaube ich auch nicht. Du verkackst ja auch, wenn du... Er macht ja viele Businesses so. Ja. Viele verschiedene Sachen. Ja. Der ist ja eigentlich voll in unserer Schiene drin, aber ihm wird ihm das nicht erlaubt von seinen Fans. Das finde ich voll eklig irgendwie, ja. Also was wird nicht erlaubt? Dann halt eben... Immer wenn er in diese Richtung geht, sagen die sofort, der will uns scammen und so. Das ist so voll komisch bei dem. Ich weiß nicht, wieso. Die wollen ihn nur rappen hören, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Das ist wirklich, Alter, das ist hart auf jeden Fall. Was sagt die Uhr, dass wir dann nicht über die Uhr... Ach, wir sind noch Juden der Zeit, nur noch 5 Minuten. Auch noch 5 Minuten. Aber wir können auch noch gucken, ob wir da ein bisschen weiter drehen. Das Ding wird ein bisschen kürzer gestalten, damit ihr auch Spaß dran habt. Ne? Aber ja, ich finde es auf jeden Fall krass, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil wir beim Thema Beziehung waren. Glaubst du, es ist besser, Single zu hustlen, als in einer Beziehung? Schwierig. Schwierige Frage, ne? Also ich glaube, dass die halt eben eine Frau an deiner Seite nochmal so diesen Drive geben kann.
oder aber auch den Drive nehmen kann. Boah, ja. Ne? Also das heißt, viele denken dann, also das ist bei sehr, sehr vielen so, das hast du, glaube ich, auch angesprochen mit Loredana und dem Freund, wie ist jetzt ja, der Freund? Der Adema? Warum weiß ich keinen Namen? Adema ist sowas, ja. Adema. Ja, auf jeden Fall, genau. Und man sagt ja auch, seine Leistung hat er jetzt auch abgenommen. Also die Leute denken, Krise ist, dass er nicht so gut spielt wegen mir. Aber nein, es ist nicht so. Ich bin mit ihm seit Dezember und da hat er eigentlich die beste Saison seiner Karriere. Ja, na, ja. Im Fußball. Ja. Und ja, das liegt halt eben oft daran, dass dann die Leute denken, okay, gut, ich bin jetzt angekommen. Ja, Adeyemi, ja. Genau, also es kann dir halt eben Drive geben oder auch kein Drive. Ist im Single sein... Kannst du das auch zum Beispiel vielleicht so machen, dass du halt immer neue Frauen kennenlernst und dadurch ja auch einen Drive bekommst? Das stimmt. Das macht ja Jeremy Fragrance, glaube ich, so, dass er irgendwie mit 3-4 Ollen nur sexuell schreibt. Das sagt er im Interview mit Leroy und da dann die Energie sich dafür nimmt. Ja. Ich glaube schon, dass wenn du voll in diesem Liebesfilm bist, in der Beziehung, dass dich ein bisschen dämpft. Weil Frauen haben dieses, und das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes an Frauen, aber es ist vielleicht nicht perfekt für den Hustle. Frauen lassen dich entspannen. So, du kannst dich fallen lassen auch so ein bisschen. Die Frau lässt dich bei dir fallen, aber als Mann kannst du auch chillen mit einer Frau. Die gibt meine dir Frau macht es sehr gemütlich. Ja, die macht es sich gemütlich. Und wenn du mit einer Frau chillst, dann nimmst du auch oft eher so den Lifestyle der Frau an, weil wie oft gehst du irgendwie mit deinem Girl ins Gym? Klar, machen das ein paar, aber sag mal so, Jungsaktivitäten und Frauenaktivitäten, die sind ein bisschen auseinander. Und wenn du mit deiner Freundin chillst, machst du meistens die Sachen, die Frau will. Du findest so ein Mittelding. So, guckst die Filme, die sie will, gehst in die Restaurants, die sie möchte und so. Ja. Ne, machst Spaziergänge, redest über süße Sachen. Man ist einfach anders mit einer Frau. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das bei manchen, wenn die auch wirklich dann verliebt sind, dass dann so ihren Drive auch ein bisschen killt. Muss nicht sein, wenn du zum Beispiel eine Frau hast, die dich pusht. Es gibt auch Frauen, die pushen dich ungemein und wollen auch, dass du vorankommst. Mm. Kommt aber darauf an, was für ein Mann du bist. Weil es gibt auch Männer, die fühlen sich sehr schnell so getriggert, wenn eine Frau denen sagt, ey, gib mal mehr Gas oder ey, du kannst auch so machen. Mm. Das kommt immer ganz auf den Kerl an. So, ich glaube, bei dem hier jetzt so, er ist ein junger Typ. Mm. Ich glaube, Loredana ist schon so eine taffe Frau, so, die auch so viel fordert, so, kann ich mir vorstellen, so, weißt du? Weil meinst du? So, die hat schon so Charakter, so glaube ich. Ich glaube nicht. Wer? Nee, weißt du, die ist so zurückhaltend? Nicht zurückhaltend, aber ich glaube, die. Also, wie meinst du mit viel fordert? Dass der mal Leistung bringen soll? Nee, ich glaube, viel Aufmerksamkeit und Zeit. Also, das meinst du? Ja. Ja, das kann gut sein. Motto so, die will den Mann immer sehen, so mäßig. Die will den Mann immer sehen, okay. Ja. Was glaubst du, wie sie ist? Du hast gerade einen guten Ansatz, ne? Also, nee, ich dachte jetzt gerade, du meinst mit viel fordern, dass die halt mit eben... Mit Geld und so. Ja, nee, dass der, ja, auch nee, dass der Mann einfach businesstechnisch Gas gibt. Ich glaube, das juckt die nicht, weil die selber... Das wollte ich gerade sagen. Das ergibt ja, ja. Obwohl man dann vielleicht einen will, der noch krasser ist. Ja, okay, deswegen ist, so, Fußballer macht schon Sinn bei ihr, weil die machen schon Fußball. Eine Menge Guap. Wollte ich gerade sagen, Fußballer gibt es Sinn. Von 11 Brüdern, das einzige Mädchen, ja. Das ist auch krasses. Ich glaube, es ist voll ihr Liebe eigentlich. Und verdient am meisten. Ich glaube, aber hat auch Faustdick hinter den Ohren, weiß man ja auch. Ja, ne? Aber das haben da. Das haben alle, ne? Das haben alle Menschen irgendwie, ne? Alle Frauen sind ein bisschen toxisch. mal gucken, ob die, keine Ahnung, die haben einen krassen Altersunterschied, muss man an der Stelle sagen. Der ist 21. Ist schon so ein Young Player, Bro, weil sie ist schon so diese 27er-Modus. So. Ja, sie will mal probieren, wie es schmeckt. Ne? Ich glaube auch. Mal gucken, ob das längerfristig, das ist so das erste Paar in Deutschland, was so voll so Promi-mäßig ist, habe ich so das Gefühl. Also so wirklich so Rapperin, kommt ja eigentlich aus der Schweiz, aber wird ja so in Deutschland gar nicht. Und dann so Dortmund-Star. Viele haten das auch, so aus Nationalitätsgründen und so. Mm. Wer kommt der eigentlich ursprünglich? Der ist, boah, Bruder, weiß ich gar nicht, Alter. Ich glaube, der ist halb. Ja, halb. Deutsch-Dings, muss man gleich googeln. Gucken wir gleich mal, woher der kommt. So. Auf jeden Fall Youngstar. Sie sagen, er spielt schlechter. Aber ob Frauen wirklich dich so kaputt machen, müssen wir Oliver Pocher fragen. Ne? Der kann dazu, glaube ich, ein Lied zu singen. Mm. Ich hoffe, der reactet hier drauf, das wäre lustig. Und der macht sich gerade so über alle lustig. Ja. Ich würde gerne mit Oliver Pocher so einen Schlagabtausch. Das wäre geil. Aber nicht wie Fat Comedy, sondern so. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr das Gefühl habt, Macher reden nur Blödsinn oder reden über Frauen, dann stimmt das nicht. Denn Macher reden manchmal. Stay Improved Channel, nicht vergessen zu abonnieren. Und Hashtag Stay Improved in die Kommentare, meine lieben Freunde. Stay motivated and stay improved. Peace. Peace.